wenn sie dann zu zweit stehen und kämpfen, haben sie keine Zeit zu verschwenden. Hey Leute, willkommen zu einer weiteren Folge Varo 2. Heute ausnahmsweise mit dem Raupenficker. Ja, hallo, ich bin heute mal Special Gast, sonst ja nicht. Ja. Gute Stimme auf jeden Fall und auf drei loggen wir uns ein. 3, 2, 1. Okay. Es sind 5 Leute auf dem Server. Die Anspannung beginnt. Oh, ich habe den Eimer bekommen, ja. Sehr gut. Der Eimer ist noch da. Dr. Banks, alles in 5 Sekunden wunderbar. Vorbei. Okay. Er war direkt in mir. Na. Oh. So. Okay. Bist du bereit? Ja. Hey, mein Wasser ist weg. Hallo. Simon, ich sehe dich. Oh, Hilfe. Kann ich noch nichts machen? Doch. Nee, noch nicht. Jetzt in 3 Sekunden. 1 und auf geht's. So, ich mache eben mal ganz kurz eine Truhe. Falls wir noch von den Sachen brauchen. Interessant. Eisen hat auf jeden Fall nichts mehr. Da hat sich nichts mehr getan. Also haben die Chance nicht geladen. Nee. Ich tue hier mal ein paar Sachen in die Truhe. Vielleicht brauchen wir die irgendwann mal. Aber jetzt noch nicht, weil ich habe so viel Stacks Eisen zum Beispiel. Und Stein. Ja, so viel Stacks Stein meine ich ja genau. Ganz viel Stein. Erde. Kies. Okay. Brauchen wir Kies für Feuerzeuge eigentlich, ne? Ja, können wir gut gebrauchen. Dann lass uns doch einfach mal weitermachen. Ja, okay. Wir graben weiter in eine Richtung. Ja. Und ich muss mal Fackeln machen. Haben wir Fackeln noch? Ja, ich habe noch eine Fackeln. Geht denn hier ab? Hä? Waren wir hier noch nicht? Nee. Hä, ist das eine Höhle? Sind wir auf einmal woanders? Oh, ein Creeper. Ja. Da haben wir uns geportet. Vorsicht, wenn der explodiert, blocken, ne? Okay. Da ist Lava. Hol sie ab. Oh, Spinne. Eine Spinne. Ist aber keine Höhlenspinne, alles entspannt. Oh. Hier ist noch Gold. Ich hol mal die Lava davon. Alter, ein richtiger Spalt. Oh ja. Ja, geil. Oh, Creeper. Manu, wie geht's dir? Ganz gut, 1,5 Herzen fehlen. Okay, bisschen zu spät geblockt, glaube ich, aber egal. Lavaquelle, hier können wir das mit. Hast du ein Wassereimer? Dem Obsidian machen, ja, ich mache. Sehr gut, dann mach Obsidian. Willst du das abfarmen? Ja. Willst du das abfarmen schon mal in der Zeit? Wenn du Strip Mine willst, dann ja, klar. Oder willst du mir das geben, dann farm ich's ab. Ja, ich glaube, ich bin Strip Mine affektierter als du. Ja, komm, gut, dann komm, wo bist du? Farm ich Obsidian ab. Ach, da. Ja. Warte, ich willst du mir mal deine Eisenspitzhacke dann geben? Du hast keine zweite? Nee, ich hab nur das. Mehr brauche ich auch nicht. Okay. Hast du schon Obsidian rausgemacht? Nee, ja, ist schon da, hier unten. Ja, okay. Genau. Okay, kannst du mir Wassereimer geben? Im Tausch gegen Lavaeimer, weil falls da noch mehr Lava drunter ist, damit ich das wieder zumachen kann. Hast du keinen Wassereimer mehr? Nee, hab ich leider nicht. Ich weiß nicht, wo der hin ist. Keine Ahnung. Okay. Das verstehe ich nicht. Gut, ich strip meine. Ja, gut. Beide sehr spannende Berufe gerade. Ja, ich hab den spannendsten Beruf. Sollen wir nicht erstmal die Höhle erforschen? Nee. Was erhoffst du dir denn? Ich erhoffe mir dann vielleicht einen Monster-Spawn zu finden und eine Kiste, wo vielleicht Dias drin sind oder irgendwas. Oder verzauberte Bücher mit Schärfe. In Kisten, Bücher drin? Ja, also wenn dann eine Höhle ist und so, da könnte alles Mögliche drin sein, ja. Okay. Und Dias auch? Mhm. Kann ich mir nicht vorstellen. Man braucht eigentlich schon 3 von Obsidian, ne? Aber ich nehme mal ein bisschen mehr mit. Nee, wofür? Ja, obwohl, das könnte man zum Einbauen nutzen, ne? Ja, wobei... Wenn wir besucht werden oder so, dann könnte man echt... Ja, aber dann graben dich außen drum. Wobei, es dauert aber länger dann, ne? Stimmt. Ja, stimmt, das können wir... Ja, oder du farmst so viel, dass wir uns einmal komplett einbauen können. Hä? Und dann graben wir uns straight runter, oder was? Beispiel? Ne, oder bleiben drin. Hä, ja, und wenn die Folge zu Ende ist. Hä, wenn die eine Diaspitzhacke haben? Das dauert ja dann. Oh, Lava. Lava Teil 2. Hä, das ist so gerade dumm. So gefährlich, Alter. Nein, wir bauen es nicht komplett ein, aber wir können das als sozusagen als Schutzmauer können wir es auf jeden Fall mal benutzen in der Situation. Ich nehme mal ein bisschen mehr mit. Ich glaube, ich nehme mal so, warte mal, wie viel habe ich denn jetzt? Ich würde sagen, maximal 10 nehme ich mit. Das dauert nämlich richtig lange. Boah, scheiß Lava. Ich habe bis jetzt noch nicht mal Eisen gefunden. Gar nichts. In der ganzen Höhle, sorry. Jetzt, Herr, Eisen ist aber ganz viel in der Höhle. Denk dran, dass du auf Diamantenhöhe gehst, ne? Weil sonst bringt das ja gar nichts. 12 ist doch eigentlich die Höhe, oder nicht? Also, ich wusste nicht, auf welche Höhe wir sind. Das wusste ich gehe mal auf 9. Ich habe das Gefühl, auf 9 geht die Party ab. Okay, so, ich habe 10 Obsidian.
Und ich suche jetzt noch ein bisschen hier in der Höhle, gucke ich noch ein bisschen um. Wie viel? 10. Hä? So schnell? Ja. Verstehe nicht. Wie hast du das denn gemacht? War ein bisschen gecheatet. Ach so, hast du einen Befehl eingegeben? Ja. Okay. Wir sollten die Höhle echt nutzen, um wieder nach oben zu kommen. Ja. Das sollten wir dann am folgenden Ende auf jeden Fall mal machen. Uns hier komplett verpieseln. Okay. So, Redstone wieder. Ach man. Ich guck mich noch ein bisschen um hier. Wie viele Level hast du? 17. Ah, ich auch. Creeper, oh, hab ich mich erschrocken. Oh, er ist explodiert, aber mir ist nichts passiert. Ich war weit genug weg. Ach man, ich dachte, ich wäre alleine. Wäre schöner gewesen, ne? Ja. Hä, wie viel Pech habe ich denn? Was denn, findest du? Alter, hier? Ich finde gerade einfach überhaupt gar nichts. Also Eisen habe ich jetzt ganz viel aus der Höhle geholt. Also Eisen ist ja natürlich in der Höhle ganz viel, ne? Sehr ja, gut. Und hier ist eine ultimative Lava-Quelle. Alter, das geht hier ab. Geht hier ab? Ja, hier kommen wir relativ weit hoch. Also hier, wo ich jetzt gerade lang gegangen bin, kommen wir relativ weit hoch. Ja, okay. Aber das ist auch eine relative Sackgasse. Ich werde mal nochmal ein paar Fackeln machen. Ich komme zurück. Okay. So, was gibt es hier noch? Erde? Nee. Bisschen Kohle noch mitnehmen. Wollen wir jetzt schon nach oben? Nee, ich würde sagen... Weil wir müssen auch eh noch suchen. Das macht doch schon Sinn, oder? Ja. Also, wirklich jetzt schon nach oben? Ja, wir gehen ja danach direkt wieder runter. Ja gut, wir haben ja auch jetzt auf jeden Fall unsere Obsidian. Also wir können eigentlich, wir haben Leder, wir haben Obsidian, wir haben eigentlich alles, was wir brauchen, ja, um verzauberungsfähig zu machen. Wir brauchen jetzt nur noch hier Zuckerrohr. Und wenn wir einen Apfel finden, dann bekommen wir bestimmt auch einen Goldapfel. Ja, klar, wir haben genug Gold auch. Ich finde gerade wieder richtig viel. Oh, hier richtig viele Zombies. Ja, ich hör's. Ich hör's die ganze Zeit. Okay, hier ist keiner. In der Kiste, war da irgendwas Sinnvolles? Nur Stein und so ein Kram. Dann können wir doch eigentlich weg. Ja, hast du die Öfen alle leer gemacht? Nee, überhaupt nicht. Ich bin aber auch ganz woanders gerade. Oh, da ist ein Skelett. Da ist ein Skelett. Kannst du da hingehen? Nee, ich bin nicht in der Nähe. Bin woanders. Der Name auch, da hinten, ja. Ich durchsuche gerade nochmal die Schlucht hier. Okay. Ich sehe deinen Namen auch. Noch Gold mit für Goldäpfel. Ja, ich guck gerade auch mal aus Spaß. Oh, ein Creeper. Ah, ein Zombie. Oh. Oh, noch ein Creeper. 2. Cool. Pass auf dich auf, ne? Mann, ich habe überhaupt gar keinen Bock, hier gegen Monster zu kämpfen in dem Projekt. Du willst nur Spiele ausrotten, ne? Ja. Okay, ich hab, Da oben ist noch ein Skelett. Was? Hat der mir gerade einen Bogen gedroppt? Nee, nur Pfeile. Aber schade, auch, aber schade. Auch, was auch gut ist, er hat Knochen gedroppt. Das ist echt toll. Ah ja, stimmt. Ich habe jetzt noch, ich könnte mir jetzt ich noch, komm. Ich könnte noch ein bisschen Wasser holen, warte, das mache ich jetzt auch mal. Ich eine Workbench. Oh, hier. Ganz viele Sachen. Oh Leute, ja. Der Part kommt mir aber gerade echt nicht ertragreich vor. Ja. Creeper. Alter, geht doch bitte. Oh, geht doch in euer Loch. So. Okay. Ich komm zurück. Ich habe einiges an Eisen und einiges an Gold. Hier ist eine Wasserquelle. Ja, ich habe auch Wasser noch geholt. Ach so, dann gib mal bitte. Ich fühle mich total unsicher. Ja, kommst du mir? Ja, wo? Ah, ein Skelett. Die Schlucht entlang bin ich. Sekunde, ein Skelett. Ah, ich bin beim Obsidian. Hier ist ein Durchgang, war das? Achso, das war mein Durchgang, okay. Hier ist noch mehr Gold. Okay, ich habe einiges an Gold auf jeden Fall geholt. Und noch ein bisschen Eisen auf jeden Fall. Alter, was geht mit meiner Orientierung? Geil! Oh! Da ist noch eine Höhle hinter der Höhle, okay. Interception, ne? Ah, aber sonst nichts mehr. Schade, keine Dias, nix. Nichts Wertvolles gefunden. Ja. Aber dafür ein bisschen. Schade. Bisschen anderen Stuff. Alles okay, ich hol noch ein bisschen. Oh, ein kleiner Mini-Zombie mit einem Eisenschwert. Lol. Der war ein bisschen süß drauf. Jetzt ganz süß. Ja, weiße Wolle, oh ja, geil. Federn brauchen wir auch, Gehirne brauchen wir nicht. Porzellansternchen, okay. Okay, zack. Lapis Lazuli, Redstone. Brauchen wir eigentlich alles nicht.
Dein Schwert werde ich auch nie mehr brauchen. So, ja. Gold. Ja, gut. Redstone nehmen wir für die Erfahrung mit, ne, wenn du Redstone siehst. Okay. Ich habe nichts mehr gefunden, was irgendwie neu ist. Ich komme mal zu dahin, wo wir den Ofen hingetan haben und so, ne? Ja, du bist wahrscheinlich ich auch bin gerade. Da. Ja, ich sehe deinen Namen nicht. Hier sind wir alleine auf dem Server auch, okay. Wir müssen also keine Sorgen machen, überrascht zu werden. Ja, ich komme. So. Dark, gib mir mal den Eimer. Hier ein Wassereimer für dich. Oh, Level 20. Ich bin auch Level 20. Hier ein Wassereimer für dich. Da werde ich noch Eisen schmelzen. So. Kannst du das mit kannst du das mit Dingens befüllen? Können wir, ja, genau, wir sollten das echt mal kurz aufteilen, damit es so schnell wie möglich geht. Hab schon aufgeteilt. So, verdammt. Hab so gut wie möglich aufgeteilt. Sir. Kannst du einen, nein, da ist Gold drin, sehr gut. Ja, gut. Nee, alles gut. Gold ist oben links und der Rest ist voller Eisen, ne? So. Ja, das reicht. Sollen wir das Redstone irgendwie mitnehmen? Nee, aber ich werde gleich die Kiste auf jeden Fall zerstören. Ja, ein Stack Redstone nehme ich mit. Warte mal. Ein Stack Redstone nehme ich mit, falls wir irgendwas, da haben wir aus irgendeine Falle oder so draus bauen wollen. Sehr, sehr unwahrscheinlich. Nee, das würde ich nicht sagen. Ich baue uns mal zwei Äxte. Ja, zwei Eisenäxte. Ja, genau. Und Eisenschaufeln bitte, direkt dann. Weil dann können wir auch schneller... Ach so, stimmt. Wenn wir so viel Eisen haben, sollten wir es auch nutzen. Und vielleicht auch noch... Hast du jetzt einen Wassereimer und einen Lavaeimer? Ja. Gut, hab ich. Zwei Wassereimer und einen Lavaeimer. Hast du noch Sticks oder hast du gar nichts mehr? Was? Sticks. Ich hab Sticks. Dann mach du doch eben eine Schaufel für dich. Ja, gut. Ich hab keine mehr für dich. Dann mache ich das eben. Hast du eine Axt? Ja, hast du mir gemacht. So, eine Schaufel habe ich jetzt auch am Start. Ich hatte schon eine Eisenaxt. Jetzt habe ich zwei Eisenäxte. Okay, ist egal. Oh. Ich werde eben noch die Wolle zu einem... Ja, das rausnehmen. Zu einem Bett machen. Nee, brauchen wir eigentlich überhaupt nicht. Bringt uns überhaupt gar nichts. Doch zwei Betten werden praktisch... Wie viel? Hast du noch ein bisschen Holz? Nee, gar nicht. Schade. Wie war das? War das so? Nee. Ich schau mal ganz kurz nach. Okay. Ich mach noch. Alter. Was? Ich hole mir noch ein bisschen Lava. Okay, gehen wir hoch, wenn alles jetzt gebraten ist. Da ist noch ein Skelett. Ja. Eisenblock. Zack. Hab noch ein paar Knochen bekommen. Hab einen Amboss. Okay, sehr gut. Du hast einen Amboss. Machen wir jetzt direkt mehrere oder einen nur? Erstmal. Nee, erstmal einen. Erstmal damit leben. Der muss ja auch erstmal kaputt gehen, also das dauert schon seine Zeit. So, ich habe zwei Lava-Eimer und zwei Wassereimer. Unsere Folge ist aber jetzt auch nicht mehr allzu lang. Hey, wenn ein Creeper explodiert, ja, der hat mich getroffen. Aber wenn ein Creeper explodiert und du blockst mit unserem Equip, dann kriegst du gar keinen Schaden. Also aus der Distanz, wo ich gerade getroffen wurde. Ich habe geblockt und gar keinen Schaden bekommen. Aber er war auch nicht direkt neben mir, sondern er war so ein ganz kleines Stückchen neben mir. So, komm, renn jetzt. Komm raus, raus. Ja, komm, zerstör die Kiste. Wo ist der beste Ausgang nach oben? Ich denke, hier lang. Ja, genau. Nein, komm mit, Da lang. Hier ist doch ein Weg nach oben. Ja, gut. Guck, ich denke hier, ja, obwohl, ja, ist denke ich, die beste Stelle, um nach oben zu kommen, oder? Ich hatte eine Stelle, die war besser. Okay. Wo war die nochmal? Ich habe leider auch keine Fackeln hier gemacht. Hier hoch. Ich habe noch ein paar Fackeln, komm mit. Hier habe ich schon alles ausgeleuchtet. Nur keine Sticks und so. Geht relativ weit hoch, guck. So, bis geil. Ersten Jahr, wir sollten uns echt beeilen. Oh, wir haben, ich habe auch zwei Äpfel, ne? Wir können uns auch Goldäpfel machen. Ach, cool. Okay, hier hochbauen. Ja, ey, dann am besten jetzt noch, falls irgendwas passiert. Okay. Dann gib mir die Äpfel. Ja, warte, bau einen Weg nach oben und gib mir die Äpfel. Ich crafte schon. Hä? Du kannst zwei Äpfel machen? Ja, klar. Du hast genug Gold. Ich habe noch 13 über, wenn ich die beiden gemacht habe. Hier, ein für dich. Ja, geil. Alter. Ultra viel Gold geholt. Cool. Cool. Du hast gesagt, diese Folge war nicht produktiv. Ich habe richtig viel Gold in der Folge. Ja. So, und hochgraben. Aber Dias, wenn du. Mir tut es die ganze Zeit weh, dass ich diese Dias-Spitzhacke benutze. Wir hätten. Nee, ist ja egal. Nee. Ist ja besser, wenn wir die noch verzaubert hätten mit Haltbarkeit oder Effizienz. Das wäre noch viel schwieriger. Ach, ja, aber. Gewesen. Das schaffen wir jetzt nicht so schnell. Ich glaube, ich könnte hier sogar sterben, sehe ich gerade. Hä, wie? Du könntest sterben? Ja, weil Kies ja von oben runterkommen kann und dann. Ja, gut, dann macht ihr immer so ein Leben, macht immer so einen Nebengang. Ja. Ey, Alter, ohne Witz. Wie risky ist das, was wir hier gerade machen? Ist eigentlich so ein bisschen, ne? Ein bisschen YOLO. Geht's da weiter nach oben?
Was? Wo? Den Weg nach oben oder? Nee, ja doch, komm, baue ich hoch. Stell dir vor, jetzt Lava über uns. Und wir sterben jetzt einfach durch so eine Scheiße. Ja, Lava auf der Höhe noch, so richtig verkackt, ey. Da ist Erde. Mach einfach mal einen Gang. Nimm deine Schaufel. Warum? Ja, wir sind oben. Da oben ist die Spinne. Ah. In 5 Sekunden werden wir gekickt, wir sind gerade draußen. Dann würde sagen, komm, noch mal ein Stückchen runter. Komm wieder in das Loch. Ja, ich komme, warte. Und oben zu bauen. So. Ja, aber am besten mit Erde. Okay. Jetzt sieht man das. Ja, ja, aber das wird uns. Ist egal, wird uns keiner finden. Ja, okay. Okay. War ganz effektiv. Wir haben jetzt zwar keine Diamanten mehr gefunden, haben aber einiges an Gold, haben Goldäpfel. Alter. Wir haben jetzt alles bis auf Zuckerrohr, um uns zu enchanten. Jetzt suchen wir Zuckerrohr und in der nächsten Folge machen wir uns Verzauberungstisch. Wenn wir Zuckerrohr finden, aber ja, ja, ich sollte denk, eigentlich gehen. Wenn wir den Fluss entlang gehen, wird das schon klappen. Okay. Ja, glaube ich auch. Nö, war auf jeden Fall eine ganz effektive Folge. Also. Wir haben Goldäpfel. Ich hätte die hätte ich ja lieber gehabt, ne? Also noch ein paar. Ja. Weiß auch nicht. Da war einfach gar nichts, wo ich gegraben habe. In der Höhle leider auch nicht. Okay, trotzdem. Schade. War es auf jeden Fall eine schöne Folge. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall nach oben da. Wir sehen uns dann morgen. Haut rein. Ciao. 18:30 Uhr. Tschüss.